alles wartet. Wäre aber geil gewesen, wenn der Tank jetzt keine Mikrote gewesen wäre, sondern ich sag jetzt mal ein Lala oder sowas. Das wäre halt mega funny gewesen. So einfach verschiedene Völker und dann alles weiblich. Das sind die besten Gruppen. Alter, Alter. Schick dir mal ein Bild im Discord. Mach das. Will ich's wissen? Will ich es überhaupt wissen? Verstehst du? Und nur ein Wort als Block ausreicht. Okay. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Albert. Er ist sogar recht niedlich. Halbert, erinnere mich mal nach dem Stream dran. Ich muss dir auch mal was schicken. Fällt mir nämlich gerade was ein. Erinnere mich da bitte nach dem Stream einmal dran. Eben, aber das wurde wegen dem Wort darin geblockt. Echt? Echt? Ich habe ja gar nichts gesehen, dass irgendwas geblockt wurde. Schafft! Also mir wurde tatsächlich gar nichts angezeigt. Hä? Jetzt habe ich angezeigt. Ja, ist das echt so, ne? Ich habe auch gerade ein bisschen Schiss. So, hä? Hä? Ich würde jetzt gerade gerne nachgucken, aber... Also, hä? Ich habe eben doch mal hochgescrollt. Ich dachte so, hä? Hä? Echt? Soll gehört in Inhalten. Ja, da gucke ich gleich. Gucke ich gleich. Also mir wurde zumindest nicht als blockiert oder mit Sternchen angemarkert. Weil meistens, wenn ein Wort gesperrt ist, dann steht was mit Sternchen. Eigentlich. War zumindest neulich so. Weiß nicht, ob bei Hybrid was steht. Vielleicht wird es mir in OBS auch einfach mal wieder nie angezeigt. Das kann auch sein. Aber ich gucke einfach gleich mal rein. Sobald ich hier durch bin. Seltsam. Echt seltsam. Weil ich habe halt alles so. Also alles so. Weiter. Hä? Weil meistens meckert er ja. Also entweder streicht das gleich durch oder dann mit Sternchen zensiert. Das hatten wir jetzt bei einem Link, wo... Oh Gott. Ohne Witz, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Wollte einen Link geteilt haben. Wir haben es erlaubt, beziehungsweise Luna hat es erlaubt. Und dann wurde der Link aber trotzdem rausgelöscht und dann halt nur mit Sternchen. Zählt aber auch nicht bei den blockierten Wörtern. Nee, ne? Ich schau gleich mal. Vielleicht steht bei dem anderen was, aber... In OBS
tatsächlich gar nicht. Das ist schon wieder seltsam, ey. Also manchmal... Aber heute ist die Technik bei mir sowieso ein bisschen... Die Technik ist heute ein bisschen meh. Da habe ich schon den ganzen Tag gemerkt. Oh, okay. Meist bekomme ich ja auch eine Nachricht, dass ich was erlauben soll oder so. Ja, eben. Ja, eben. Ja, stimmt. Okay, Fenris hat mir jetzt gerade das Ding geschickt. Ja, yes, tatsächlich. Aber bei uns steht halt einfach gar nichts, ne? Bei uns steht halt einfach gar nichts. Ich guck mal zu der Zeit hin. Gruppe, ja, das letzte. Ich finde es lustig, dass du in der Girls-Gruppe im Inhalt bist. Eine Minute bevor deins kam. Nee, tatsächlich, bei uns steht halt einfach gar nichts drin, ne? Ich habe dann eins von Stream Elements und zwei Sachen von Hybrid. Lol. Was ist das denn jetzt? Na, ich wurde aufgrund von Konflikten mit den Moderationseinstellungen des Kanals gepostet. Was? Bitte was? Okay, aber um drauf einzugehen. Echt? Das ist jetzt mittlerweile eine Vierertruppe? Ich dachte, die Powerpuff Girls wären immer noch drei gewesen. Aber hä? Warum? Warte mal, ich guck mal nach. Steht da bei mir irgendwas drin? Okay, hier liegt mein Chat noch nicht mal. Ho, geil. Sehr sinnvoll. Danke, Twitch. Danke, dass du meinen Chatverlauf liest. Nicht anzeigst. Das wäre ja auch so einfach, wenn mal alles funktionieren würde. Da. Ach, rüber. Nee, aber selbst in der Mod-Ansicht ist nichts. Bei Mod-Aktion auch nicht. Lol. Einfach nur lol. Das letzte war ein Timeout. Und das ist 8 Stunden her. Bitte, was? Jetzt wird's komisch, ja, aber wirklich. Also das hatten wir noch gar nicht. Also wir haben vieles schon gehabt hier. Also wirklich vieles, aber das hatten wir noch nicht. Also das ist eine ganze, echt die Krone auf. What? What the frick? Was? Naja, okay. Gut. Aber sind sie jetzt echt ein Vierertrupp? Also ich habe hier lange nichts mehr von den Powerpuff Girls da gesehen, gelesen. Keine Ahnung. Da bin ich auch nicht mehr ganz in der Materie drin. Ich komme da gerade gar nicht drauf, klar. Gar nicht. Naja. Aber trotzdem habe ich immer noch Angst, was du mir schicken willst. Es ist nichts Schlimmes. Oh mein Gott, es ist nichts Schlimmes. Nur wo wir gerade bei Thema Bildern waren. Es ist nichts Schlimmes. Es hat was damit zu tun, was du mir geschickt hast. Ich kann es auch jetzt machen, um dich zu erlösen. Aber dann müsste ich das raussuchen. Weiß ich nicht, wo ich es habe. Gerade, so spontan. Es sei denn, du kannst dir noch 1:33 gedulden. Okay. Dann leide. Ja, der Typ mit der Zipfelmütze. So, jetzt muss ich aber einmal, bevor ich das... Achso, na doch, abgeben kann ich es einmal.
Abgeben kann ich es einmal. Nur werde ich das andere nicht annehmen. Noch nicht zumindest. Weil ich will erstmal so eine Gebiet durchquesten. Ich werde gleich lernen, weil ich B5 bis B8 noch machen muss. No, das schaffst du. Das schaffst du. Ich freue mich, wenn ich gleich in meine Burger beißen kann. Das wird toll. Das wird toll. Du hast also überlebt. Doch sag mir, hast du auch den Stein der Resolution gefunden? Jo, haben wir. Ja, das ist er. Aber er hat einige Kratzer abbekommen. Was ist im Blankenfels geschehen? Der Pekinier, der dich neulich bedroht hat, heißt Foucault. Ich kann kein Französisch. Und er hatte den Stein im Geisterkerker versteckt? Was für ein Ausgebot von Frechheit. Erst beleidigt er die gesamte Gilde und nun stört er auch noch unsere Ausbildung. So, jetzt habe ich Frank. Was? Wieso? Wieso denn jetzt schon? Was? Was hat er denn jetzt schon wieder getan? Was bei den sieben Höhlen wir damit nur bezwecken? Er ist Volker. Okay, wir nennen ihn ab jetzt Volker. Danke, Dufte. Offensichtlich scheint der Mann größenwahnsinnig zu sein. Er will dich beeinflussen. Adaria, du darfst dir seine Worte nicht so zu Herzen nehmen. Dass eine Pekinierin nur im Angesicht der Gefahr ihren Mut beweisen kann, ist Unsinn. Mut entsteht aus Selbstbeherrschung und Entschlossenheit. Beides hast du unter Beweis gestellt, indem du dir deinen Weg durch eine Vielzahl von Feinden gebahnt hast. Dadurch hast du deinen Mut weiter gefestigt, was dich auf dem Weg von der Pike voranbringen wird. Juhu. Ich mach gerade die... Na, so ist was zum Geier, sind flauschige Flossen. Flauschige Flossen. Okay. Okay. Flausig. Ach so, flausig. Ich dachte erst, du hättest sie verschrieben. Ich dachte, du hättest sie erst verschrieben. Okay, gibt's das Wort? Ich dachte echt, du hättest sie erst verschrieben. Flausig. Ja, Auswahl. Will ich wissen, was das... Also... Ohne Witz, wenn ich flausig eingebe, kriege ich nur Plüschsachen. Vielleicht ist es ein anderes Wort für flauschig? Huch. Also, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es da irgendwie... Okay, wenn ich das mit Bedeutung eingebe... Also, ich kann es dir nicht sagen. Mir wird automatisch immer flauschig vorgeschlagen. Also, ich weiß es nicht. Ich habe das Wort noch nie gehört. Ist das überhaupt ein richtiges Wort? Nettes Bunny. Oh mein Gott. Richtig nettes Bunny. Okay. Wenn du jetzt auf gewissen Seiten bist mit solchen Kurzvideos, bist du eindeutig falsch. Was? Nein! Nein, bin ich nicht. Wieso? Hat Flausig was anderes zu sagen. Nein, ich war auf einer Seite, wo mir Kissen und Plüschtiere, also Sachen für Kinder angezeigt wurden. Ich war nicht auf der anderen Seite. Das machst du mir gerade echt Angst. Es gab nur eine zweite Seite zur Auswahl, die habe ich aber nicht angeklickt. Wohl weiß ich, glaube ich, nicht. Wenn es die sieht. Nee, einfach nein, ich will nicht. Ich will damit nichts zu tun haben. Hallo, ich habe hier noch Quests. Ach, oh, schön.
Einfach dieses Panisch und nein, bin ich nicht. Und im Hintergrund wird Panisch die Seite geschwärzt und der Frozen verlobt gelöscht. Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich kann meinem Browserverlauf ruhig zeigen. Nein. Wobei, na gut, wenn Fotos zuguckt, dann nicht. Weil da ist eine Überraschung für ihn mit meinem Browserverlauf. Er ist nämlich noch schon. Ach nee, geht sowieso nicht, da ist so eine Bestellung mit bei. Ach, die geht auch nicht. Haha. Ja. Aber ich war auf keiner Seite. Ich kann zeigen, auf was für einer Seite ich war. Warte. Da. Und zwar... Tada! Flausig! Da! Flausig! Und dann kam sowas hierbei raus! Oh, Schuss. Ja, gut, wo das ist. Das kam bei Flausig raus! Stehen. Ich sehe nur Emotes. Frisches Dank für dein verschenkten Sub an Torkrack. Dankeschön. Aber du sollst auch kein Geld ausgeben. Dankeschön. Das Stream wird um 20 Minuten verlängert. Wir hängen 20 Minuten an die Zeit ran. Ganz schlechter Empfang hier. Ja, das glaube ich. Bist ja auch weit weg von mir. Die Ohren sind knuffig. Wie sieht wohl das Gesicht aus? Ich werde es jetzt bewusst nicht zeigen. Aber wie gesagt, das kommt raus, wenn ich flausig eingebe. Geht das doch schon wieder ein bisschen. Ich habe Angst, wenn ich runterscrolle, dass da irgendwas anderes kommt. Aber wie gesagt, hier, flausig. Sehe nur schwarz. No. No. Da muss man schon. Jo. Huch. Einmal doppelt drauf geklickt. Also das zum Thema dem Wort flausig. War mir klar, dass das solche Seiten sind. Bin dann mal raus. Alles klar, Frisches. Und danke schön, dass wir zu meinen Mann müssen. Liebe dich. Möchtig, was? Was für möchtig, Herr Mario? Das war schon so ein Spiel. Also. Dann, Stream geht dann bis 2020. Dankeschön. Bitte einmal alle bei Frisches bedanken, der Stream geht 20 Minuten länger. Er ist doch in Italien. Mario ist italienischer Klempner. Noch, Alter. Das ist richtig schön. Richtig, richtig schön. Aber am süßesten ist die Katze. Die Katze ist so niedlich. Oh, mega schön. Bin auch nur dezent neidisch. Bin auch nur dezent neidisch. Ja. Ich habe erst nochmal rumgerätselt, was es mit dieser komischen Statue da auf sich hat. Ich habe nicht gleich erkannt, was es sein soll. Ich musste erst mal ein bisschen rumrätseln. Aber die Katze ist süß. Die Katze ist so niedlich. Das war direkt das Erste, was ich angeguckt habe, die Katze. Das ist eine rote Katze. Die ist toll. Ich liebe Katzen. Übrigens, dein Hund vermisst dich. Dein Hund will nicht fressen. Du musst nach Hause kommen. Dein Hund hat den Napf nicht angerührt. Nichts. Gar nichts. Ich will nicht mehr raus. Dein Hund leidet. Ja, dieses komische... Ich glaube, es ist so ein Elchgedöns sein. Das ist ganz komisch. Das mit diesem komischen Geweih. Hier sind viele Künstler. Das ist. Okay, wenn das. Warum sind wir keine Künstler geworden, Frisches? Also, wenn das Kunst ist, ne?
ist das gut? Egal. Warum sind wir keine Künstler geworden? Ihr wisst, Intro-Musik. Hat dir jemand Katze gesagt? Ja! Frisches hat mir ein Bild von einer Katze geschickt. Ah, das, ja! Das sieht doch ganz komisch aus. Vor allem, ich habe erst gedacht so, hä? Okay, schwebt das eine Stück vom Geweih? Oder ist da, ne? Wir haben gefragt, ob das noch gebraucht wird oder weg kann. Nein! Hätte ich aber, glaube ich, auch gemacht, weil ich habe das Bild schon angeguckt und dachte so, hä? Was ist das jetzt? Was will er mir jetzt damit sagen? Wird das gebraucht und dann kann das weg? Der ist gut. Der ist echt gut. Ah, schön. Wirklich schön. Und? Kann es weg? Oder wird's noch gebraucht? Also ich glaube, vielleicht dient es auch als Abschreckung für die Tiere. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich dem Ding nachts begegnen würde, ich hätte erst meinen Herzinfarkt erlitten. Bin mir da nicht so ganz sicher. Aber wenn das Kunst sein soll, dann heiße ich Gustav Ganz. Ich weiß nicht, wo das Kunst ist. Man muss erkennen. Wir unten stemmen. Viel Spaß noch. Alles klar, Frisches. Und Dankeschön. Und schön, dass du gut angekommen bist. Und übertreib es nicht. Dass mir keine Klagen kommen, ja? Nicht Herbert Hase. Nein, nicht Herbert Hase. Nicht Herbert Hase. So, jetzt muss ich tatsächlich auf Softlinks zugreifen. Ich bin zu faul, um was holen zu gehen. Das ist sehr schwer. Und trink einen für mich mit. Trink auch einen für mich mit! Ja. Achso, ich hab das Bild doch offen. So. Viel Spaß und viel Erfolg! Gute Reise, gute Besserung. Fällt mir gerade zusammen in dem Zusammenhang nochmal ein. Alter, das Kohlensäure. Oh. Oh, Alter. Heftig. Heftiges Mischmuff. Okay. Hey, wenn ich das nicht herausfinde, kann ich die ganze Nacht kein Auge zutun. Auf Wiedersehen, Frisches. Oh, Hybrid. Hör meine Geschichte, Abenteurerin. Letzte Nacht, nachdem ich meine übliche Runde gedreht hatte, sah ich ein Kind auf dem Dach spielen. Ich habe noch nach ihm gerufen, da das Ganze gefährlich aussah. Aber das Kind hat sich prompt aus dem Staub gemacht. Seitdem lässt mir die Sache keine Ruhe. Ich kann nicht einfach meinen Posten verlassen, um ein Phantom nachzujagen. Aber bei dir sieht es anders aus. Bist du vielleicht gerade auf der Suche nach einer neuen Aufgabe? Dann bitte ich dich, mir bei meinen Nachforschungen zu helfen. Juhu! Yippie! Marika! Gibt's hier noch Quest? Da nicht. Aber hier. Du siehst aus, als hättest du schon so einige Gefahren gemeistert. Ich bin Florimond, ein Wachposten an Joselins Wachturm, aber die letzte Zeit habe ich nur noch in dieser Hütte verbracht. Du musst wissen, dass ich mir eine Verletzung zugezogen habe, seitdem außer Dienst bin. Wie auch immer, das Klageregiment plant eine Schädlingsbekämpfung auf der Brombeerlichtung unter Führung des Kommandanten Aniut. Es betrübt mich, dass ich hier warten muss. Nutzlos wie ein kleines Kind, während meine Kameraden der Gefahr ausgesetzt sind. Es kommt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber könnte ich dich darum bitten, an meiner Stelle an dieser Aktion teilzunehmen? Bitte tu mir den Gefallen und suche Kommandant
Aniut bei Joselins Wachturm auf. Er wird dich entsprechend einweisen. Einweisen, hä? Aber ich komme trotzdem nicht drum herum, einmal aufzustehen und das Klo zu gehen. Allein wenn das Ganze jetzt noch eine Stunde 40 geht. Jo. Aber ich nehme erstmal die Quest an. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Ja, du hast die gleiche Ausstrahlung wie mein Vater. Er war auch ein Abenteurer, musst du wissen. Er ist schon lange im Ruhestand und er freut sich nun daran, Reisende in dieser bescheidenen Hütte willkommen zu heißen. Zudem versorgen wir die tapferen Männer und Frauen, die unsere Grenzen sichern, mit warmen Mahlzeiten. Ein kleines Zeichen unserer Anerkennung für ihre Dienste. Allerdings haben wir kaum noch frisches Fleisch und ich muss zur Brombeerlichtung gehen, um Fallen für Wild zu stellen. Daher muss ich unsere Unterhaltung leider beenden. Die Pflicht ruft. Oh, ich dränge mich ja nur ungern anderen auf, aber könnte ich dich wohl darum bitten, diese Fallen für mich zu stellen? Es ist, wie gesagt, für einen guten Zweck. Eine Frau wie ich hat viele Dinge zu erledigen, musst du wissen. Und jeder Glockenschlag, den ich mit dieser Aufgabe verbringe, fehlt mir für andere. Okay. Sehr schön. Gut. Dann mache ich eine kurze Pause. Danach ziehen wir die 1:40 noch durch. Und ja. Dann gehe ich wahrscheinlich gleich nochmal ganz kurz mit dem Hund. In der Hoffnung, dass sie jetzt vielleicht dann mal wieder aufstehen will. Ja, vorhin war so. Ja gut, einmal hat sie ja jetzt aber trotzdem. Sie ist gerade nicht gerade kooperativ. Leider. Also.